Dazu benötigen wir Champignons, Zwiebeln, Pfeffer und Salz, Weißwein, Salatkräuter, Sahne, logischerweise Maultaschen. Scheiße. Ja, liebe Radwander und Wohnmobilfreunde, ich möchte mal wieder ein Fest berichten, das man auch unterwegs machen kann. Nur aufgrund von schlechter Wetterlage mache ich es mal wieder hier zu Hause. In unserer Küche, die ihr nicht ganz kennt. Wir haben sie umgebaut, wir haben sie erneuert. Aber mein Prinzip ist das gleiche. Ihr kennt meine Tasche. Ihr kennt auch meinen Kocher, so dass das alles auch für unterwegs umsetzbar ist. Und ja, dementsprechend Freude macht, eine Radtour oder eine Wanderung zu machen. Mein Beikoch ist auch schon da. Sag mal hallo. Ja, mein Beikoch ist auch schon da. Ja, man zieht schon den Schnauz hoch. Also Leute, es gibt gebratene Maultaschen an Champignonsauce. Lasst euch überraschen. Ich werde mal loslegen. Komm, Abmarsch. Rübe. Dazu benötigen wir Champignons, Zwiebeln, Pfeffer und Salz, Weißwein, Salatkräuter, Sahne, logischerweise Maultaschen und Speckwürfel. Ich werde mal dran gehen, das Zeug klein zu schneiden. Bis gleich. So, die Zwiebeln sind auch gleich geschnitten. Natürlich mache ich jetzt mehr, wie wenn ich nur auf der Tour bin, sodass wir hier alle was davon haben. Für eine Person halt dementsprechend angepasste Menge Zwiebeln. Meiner Erfahrung nach 2 Zwiebeln reichen und 200 Gramm Champignons. Diese als nächstes dran, das ich schneide. Ja, dann wollen wir mal gucken. Hierfür, für uns, mache ich jetzt 400 Gramm Champignons. Das ist die nächste Fuhre. So, die Pilze sind gleich geschnitten, ich halbiere sie und geputzt, damit wäre ein Teil der Vorbereitung schon erledigt. Zwiebeln, ja gut, Pilze, Zwiebeln schneiden, das sind eigentlich die Schnipselarbeiten. Speckwürfel sind ja fertig, Salatkräuter ebenso. Die Maultaschen sowieso. Ach, ich habe ja ganz vergessen hier. Man muss ja hier noch was Flüssiges haben. Das fällt mir ja um. So. Ja. Jetzt mache ich den Topf heiß und gebe Öl dazu. Und bis gleich. Ich weiß, dass es ein paar Maultaschen-Fans gibt, die auch meinen Kanal und umgekehrt ich abonniert habe. Ich denke da an Dirk und Co. Dirk Outdoor, Dirk Kunze, Dirk. Ja. Ich habe mir gedacht, verlockt euch vielleicht auch mal an die Pfanne zu gehen oder an den Herd zu gehen. Oder unterwegs
an den Sturmkocher. Ja, ich warte jetzt noch, bis Öl heiß ist und dann gebe ich die Maultaschen rein. Schauen wir mal. Petersilie und Schnittlauch habe ich mittlerweile auch klein geschnitten. Das kommt noch als Garnitur oben drüber. Natürlich nehme ich zu Hause frischen und für unterwegs, ja, wenn man es hat, kann man es auch schon vorrichten, aber dann ist, denke ich, sind getrocknete Salatkräuter besser. Nun sind die Maultaschen dran. Die werde ich jetzt hier in den Bräter legen und anbrutzeln. Hört sich schon gut an hier. Hm? So, mein Beikoch ist auch wieder da. Ich zeige ihn euch nochmal. Hallo Felix. Hallo Rübe. Ah, heute nicht gesprächig. So. So, das geht jetzt ein paar Minuten. So, die werden jetzt auch soweit zum Rausnehmen. Die Maultaschen. Da werde ich das gleich tun und dann mit Speck und Zwiebeln fortfahren. Bis gleich. So, Speck ist mal im Topf drin oder im Bräter, besser gesagt. Und den lasse ich jetzt erstmal schön anbrutzeln. So, jetzt kommen die Zwiebeln dran. Schön glasig mit angebraten. So, jetzt kommen die Champignons rein. Einmal klops. So, gleich das Kamera anläuft. Ja, und dann mal schön rühren. Und zwar so, bis die Champignons eingefallen sind. So, dann sind sie richtig. Hier dann wieder mal ein bisschen umrühren. So, jetzt kommt der Wein dazu. Ganz langsam umdrehen und gucken lassen. Jawohl. So, das lassen wir jetzt leicht aufköcheln. Dass der verdunstet, der Alkohol. Dann gehen wir hier auf 8. Yippie, hier haben wir eine gute Technik. Jetzt kommt die Sahne dazu und wieder einen Schwenk mit der Kamera. Voilà. So, jetzt Salz und Pfeffer dazu. Ich denke, das reicht. So Felix, jetzt kommen die Maultaschen in den Topf zum Heißwerden nochmal, gell? So Leute, das mache ich jetzt ein bisschen unkonventionell. Die Maultaschen nochmal dazugeben für ein paar Minuten, damit sie nochmal heiß werden und damit angerichtet werden kann. Dazu könnt ihr euch jetzt Salat machen oder wie auch immer oder ja. Ich decke sie jetzt ein bisschen hier ab. So. Und jetzt kommt's auf den Teller. So, jetzt kommt mein Chefkontrolleur. Also, sieht schon mal wunderbar aus.
frische Pilze, frische Gewürze. Heiß, aber prima. Ja, man verbrennt sich auch sonst manchmal die Gosch, in dem Fall im Essen. Probier ich das mal. Schön ein bisschen eingebraten. Mit Röststoffen. Wunderbar. Hast du gut gemacht, Schatz. Dankeschön. Mal wieder ein gutes Urteil für ein Eintopfgericht eigentlich. Und was sagt denn unsere Kaltmamsell dazu? Nix. Leute, ich zeige euch noch mal das hier. Guckt mal hin. Und das ist jetzt nur ein kleiner Probierteller. Dufti, dufti. Seht ihr, Leute, so geht's mir. Kaum bin ich fertig in der Küche, schon kommt die Lumpe. Angeflogen. Ja, eben, wir haben eine neu eingerichtete Küche, aber das ist mir jetzt gerade wurscht, da erzähle ich nichts mehr drüber oder gar nichts drüber. Ich sag nur, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, hier Kritik abzulassen. Daumen hoch, Daumen runter. Und hinterlasst gerne ein Abo. Ab und zu habe ich doch eine Kochidee, die man auch unterwegs per Rad oder per Wanderschuh und Rucksack umsetzen kann. Tschüss, bis zum nächsten Video. Sagt euer Hubert. Tschüss.